So, wir kommen zur EM-Qualifikation der deutschen Fußballer. Aber vorher noch mal ganz kurz gesagt, andere haben es schon geschafft. Ja. Gestern England, Tschechien, Frankreich und die Türkei. Und auch Portugal, das sieht auch für die gut aus. Und für die deutsche Mannschaft ja eigentlich auch, ne, muss man ja sagen. Man hat ja alles selbst in der Hand bei den beiden Spielen. Am Samstag gegen Weißrussland und am Dienstag dann auch gegen Nordirland. Gewinnt man beide Spiele, ist man auf jeden Fall dann tatsächlich qualifiziert. Vielleicht geht es aber auch schon eher. Ja, dann braucht man so ein bisschen Mithilfe. Und das ist so ein kleines Rechenspiel. Und die interessante Frage ist, wissen Sie es zu Hause? Wenn man die Nationalspieler selber fragt, dann kommen einem da tatsächlich Zweifel. Die These, dass Fußball keine Mathematik ist, wurde gestern eindrücklich gestützt. Es ging um die Frage, was passieren muss, damit sich Deutschland bereits am Samstag vorzeitig für die EM qualifiziert. Also meine Information ist so, dass wenn wir gewinnen, dass wir dann durch sind. Das ganz kleine 1x1 der Mathematik stimmt in diesem Fall leider nicht ganz. Das erste Spiel, ich glaube, wenn wir das gewinnen, sind wir dann schon qualifiziert. Weiß ich gar nicht ganz genau. Mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit. Fall, ja. Im allerbesten Fall helfen sogar die Niederlande noch mit. Noch nicht ganz? Da muss Niederlande auch gewinnen, oder wie? Eine Herkulesrechnung. Deutschland gegen Weißrussland, die Niederlande in Nordirland. Ja gut, aber... Oder unentschieden. Ja, ich glaube, das werden sie schon schaffen. Die spielen daheim. Auch nicht. Ja gut, dann müssen wir doch lieber nochmal rechnen. Das ist besser. Joachim Löw wird das sicher nochmal präzisieren. Die Sache mit der Ausgangslage. Genau wie das, was er gegen die davonlaufenden Zuschauer in den Stadien zu tun gedenkt. In erster Linie sind immer wir dafür verantwortlich, ob die Zuschauer kommen oder nicht. Ob wir sexy oder nicht so sexy spielen. Die gute Nachricht, theoretisch wären alle Anwesenden einsatzbereit. Für den an der Nase operierten Niklas Stark wurde noch eine Spezialmaske angefertigt, hilft beim Kopfball und unterstützt das Kopfrechnen. Ja, das Ziel ist klar, 6 Punkte. Fußball ist keine Mathematik, aber sehr einfach auf einen Nenner zu bringen.